Nach der Länderspielpause müssen die Eisbären Regensburg in Krimmitschau antreten beim aktuellen Tabellendritten. Und die Regensburger haben ein wenig Personalprobleme. Xaver Tippmann krank, Lukas Flade angeschlagen, beide nicht dabei. Genauso wenig wie der rausrotierte Peter Haider. Und im Sturm, da fehlt Marvin Schmid, Andrew Jogan ebenfalls nicht in absoluter Bestverfassung. Der muss heute in der vierten Reihe ran, da zwickt's auch ein wenig. Also schauen wir mal, ob die Regensburger hier mit diesem Kader in Krimmitschau was holen. Schlussphase in Krimmitschau. Regensburg hat den Torhüter vom Eis genommen. Man liegt mit 1:3 zurück im ersten Drittel. In der 9. Minute zwei schnelle Treffer der Hausherren. 1-0, 2-0. Im zweiten Drittel passiert nichts mehr. Dann im dritten Drittel Cory Trivino mit dem Anschlusstreffer. Aber fast postwendend das 3:1. Und jetzt hier das Empty Net Goal für Krimmitschau. Das ist die Entscheidung. 4:1 für die Eispiraten Krimmitschau gegen die Eisbären Regensburg. Das tut weh, dieser vierte Treffer. Regensburg hatte alles probiert, den Torhüter nochmal vom Eis genommen, aber es kommt nichts dabei heraus. Regensburg unterliegt in Krimmitschau mit 1:4. Guter Start der Hausherren nach der Länderspielpause. Schlechter Start der Eisbären, weil ohne Punkte geblieben nach der Länderspielpause. Am Sonntag treffen die Regensburger um 17 Uhr auf die Lausitzer Füchse. Da sollen, müssen und kommen hoffentlich dann Punkte aufs Habenkonto aus Krimmitschau. Schau Armin Wolf für Eisbären TV.